Ja, moin moin Leute und willkommen zurück. Heute in dem Video, wie versprochen, tut mir erstmal leid, hat ein bisschen länger gedauert. Ich hatte ein bisschen was zu tun noch nebenbei. Und zwar geht es heute in dem Video darum, wie viel euch jetzt die Waffen kosten und die Rüstungen kosten zum Upgraden allgemein. Was habe ich also nicht, also was habe ich kalkuliert und berechnet und was nicht? Das ist ganz einfach. Back Wenn from wir the auf die Waffen slaves, are gehen, you? braucht ihr immer erstmal Materialien, um eine Waffe herzustellen. Soweit ist ja klar, ne? Die habe ich zum Beispiel nicht in der Statistik drin. Da wir von jeder Waffe, ich sag mal, braucht ihr ja eigentlich, also von allen Waffen braucht ihr eh trotzdem alle, um irgendwann im Max-Level zu sein. Ja, wer das noch nicht wusste, ihr müsst alle Waffen und alle Rüstungen irgendwann craften und die auf plus 10 machen. Jedenfalls. Es gibt besondere Stufen, also die Stufe 1, Stufe 6 und Stufe 10 erfordern immer Zusatzmaterialien. Ich mache das jetzt hier mal einfach an dem Beispiel von. Was mache ich das denn für ein Beispiel? Das habe ich fertig. Ist egal, nehmen wir jetzt einfach mal hier das Schwertchen. Wie ich bereits sagte, kostet das zum Beispiel von 1 auf 5 39 neutrale Steinchen, wie wir sehen. Ja, jetzt sind wir bei der nächsten Stufe und da sehen wir, brauchen wir rasende Wutschuppe und geschärfte Klatsche. Bei Stufe 10 ist das dann dasselbe quasi, dass wir wieder zwei Besonderheiten brauchen und dann einen Wutsplitter von dem Gnäscher. Die zugehörigen Sachen findet ihr immer von den Monstern an sich. Ja? Was zu beachten ist bei manchen Monstern, ich kann das halt so schlecht zeigen, weil ich einfach so viel geplust habe. Ihr müsst darauf achten, es gibt Monster, die brauchen einen ätherischen Schwanz, eine ätherische Schädelkuppe oder Klaue, ja. Die anderen brauchen Wutplatten, elementare Sachen. Die Behemoths an sich, könnt mir gerne in den Kommentaren schreiben, ob ihr daran Interesse habt, dann werde ich demnächst mal auflisten, was alles ein oder welcher Behemoth einen Wutzustand hat und welcher Behemoth zum Beispiel einen Ätherzustand hat. Hier sehen wir das nochmal. Neutraler Wutschwanz bedeutet also, jedes Monster, was Gefahrenstufe 8 plus ist und neutral, von dem könnt ihr einen neutralen Wutschwanz bekommen. Diesen Wutschwanz bekommt ihr aber auch nur, während der wütend ist. Bedeutet also, wenn ihr den Schwanz abpackt und der ist nicht wütend, bekommt ihr auch keinen neutralen Wutschwanz, sondern nur einen normalen. Ja, behaltet das im Hinterkopf. Wenn ihr mit der Maus einfach auf die Items klickt oder drüber geht, so wie hier, steht immer eigentlich dran, woher das Item kommt. Hier sehen wir noch zum Beispiel neutrales Schwanzjuwel. Seltene Beute vom Schwanz eines neutralen Behemoths, der in 2 Minuten Kampf gebrochen wurde. Ja? Also ihr seht, Wutschwanz, Schwanzjuwel, das sind zwei verschiedene Sachen. Den bekommen wir nur in der wütenden Phase vom Behemoth und den bekommen wir nur, wenn wir den Kampf anfangen, innerhalb von 2 Minuten den Schwanz kaputt machen. Also ihr seht, es kann tricky werden, gewisse Sachen zu farmen. Ja, aber es ist alles möglich. Aber jetzt kommen wir mal zu den Kosten allgemein. Jetzt habe ich wieder genug gequatscht. Wenn wir jetzt mal einfach anfangen mit den Rüstungen. Hier seht ihr einen Screen. Links auf der ist die Koschei-Rüstung. Hier bleibt wieder zu sagen, Neutral, Feuer, Eis, Terra und Schock sind identisch von den Kosten her. Licht und Schatten haben ihre eigenen Kosten. Bedeutet also, für die Koschei-Rüstung ist jetzt hier natürlich nicht drin, aber brauche ich natürlich 100 Terra-Kugel, 100 stumpfe Arkstein, 120 schimmernder Arkstein und 140 unvergleichlicher Arkstein. Rechts die Sachen, die ich eingeblendet habe, die seht ihr einfach nur, das sind die Sachen, die ihr zum Teil von Stufe, also von Stufe 9 auf Stufe 10 braucht. Ihr braucht immer einen Splitter von dem Monster, sprich das Lilane da gerade. Und meistens irgendwie ein Wutschwanz, ein elementares Teil, eine Wutplatte. Ist unterschiedlich. Aber das sind die Kosten von 1 bis 15 komplett. Ja? Von 10 bis 15 braucht ihr nur 140 unvergleichliche Arksteine quasi. Da kommen dann auch keine anderen Materialien dazu. Ihr könnt aber die Rüstung nicht auf plus 15 machen, wenn ihr es nicht Slayer Level 49 seid. Klappt also nicht. Und wie ihr bei mir seht, ich bin Slayer 46, ich spiele seit Release. Also jetzt
20 Tage, sprich, also ja, 20, 21 Tage, also 3 Wochen. Und in 3 Wochen habe ich jetzt von Level 1 bis 46 gelevelt. Ich würde sagen, das ist schnell, wenn ich bedenke, die meisten, die das hier machen, die sind schon seit über einem Jahr dabei. Jedenfalls, das war die Rüstung für alle, bis auf Licht und Schatten. Ja? Wenn ich jetzt Licht und Schatten hier gleich mal einblende. Kleinen Moment. Nein, wieso geht das nicht? So, Licht und Schatten wäre das hier. Da sehen wir, egal ob Licht oder Schatten, wir verbrauchen kein Element an Steinen, also kein Elementpatrouille. Wir verbrauchen aber 120 von denen stumpfen Arksteinen, 160 von den schimmernden und 140 von den unvergleichlichen. Also ihr seht, die Kosten steigen. Und hier wieder genau dasselbe Spielchen, dass wir einfach die unterschiedlichen Materialien auf Stufe 6 brauchen und auf Stufe 10. Die gibt es immer bei den, meistens bei dem jeweiligen Monster dazu. Ne? Wenn da jetzt zum Beispiel steht, suche eine Wutschuppe von einem neutralen Monster Stufe 8 plus, geht ihr hier auf neutral. Rechts seht ihr ja das Stärke-Level, da seht ihr es. So. Und ab hier, also 9, 9, 12, 13, 14 und 14, sprich ab dem Rage-Hail-Gnasher hier, können alle von ihrem Schwanz in dem wütenden Modus eine Wutschuppe droppen. Dasselbe gilt auch für die Kopfschädelplatte quasi. Alle Monster können das dann, ja. Dasselbe Spielchen gibt es hier, wenn ihr auf Elementen seid, sprich alle ab Stufe 8. In dem Fall wäre das hier ab dem Fireborn Sherrock, den ich euch persönlich sehr empfehlen kann zu farmen, weil der einfach zu farmen ist. Der droppt die ganzen Sachen für die Elementare, also Elementar Schwanz, Kopf, Klaue und so weiter. Der Bloodfire wäre nicht so zu empfehlen, der Helion ist auch mühselig. Also ihr seht, bei einem Feuer wäre das in dem Fall beste, wäre der Sharrock. Ich kann das mal eben kurz mit euch durchgehen. Hier bei denen im Eis sehen wir hier auch ab Stufe 8, also erst ab Deadfrost hier. Dem würde ich auch nicht empfehlen, weil der mühselig ist und ja, also hier gibt es eigentlich nur den Panga. Der ist ganz einfach, wenn ihr einmal sein Angriffsmuster raus hat, auch wenn der Stufe 11 ist, ist nicht so tragisch. Dann bei Schock geht es hier erst ab dem Schockchor Night Saga. Ist auch einfach, wenn man das Angriffsmuster einmal raus hat, ja. Hier gibt es halt wie auch elementarer Schwanz, Klaue, Kopf und so weiter. Ether gibt es natürlich auch, aber hier sehen wir bei Rockfalls K ist zum Beispiel sehr gut für Hammerspieler, um da Schädelplatten zu farmen. Schwanz jetzt nicht unbedingt, aber Schädelplatten und Klauen gibt es bei dem genauso. Der hier ist mein absoluter Favorit dafür, ja. Der dauert ungefähr 2 Minuten und droppt mir alles, was ich brauche, von Schwanz, Kopf zu Klaue, also perfekt für Hammerspieler. Ne, Koscher und so weiter, die gehen halt alle, ne? Also alle ab Stufe 8 plus. Und Ether-Mobs genauso. Ja, Valomir würde ich jetzt nicht unbedingt empfehlen. Das liegt aber daran, dass der einfach länger dauert. Und ja. Ne? Schatten haben wir hier. Die Riftstalker, die haben zum Beispiel die ätherische Form. Der Panga hat die. Der Helion hat die. Also es gibt viele mit der Ether-Form. Kann ich aber gerne nochmal ein spezielles Video zu machen. Und ja. Bei den Rüstungen. Jetzt kommen wir zu den Waffen. Jetzt sehen wir hier eine Lichtwaffe. Die würde uns kosten 127 stumpfer Stein, 150 schimmernder Stein und 150 unvergleichlicher Stein. Ja. Kostentechnisch habe ich wieder einfach nur rechts ein paar Sachen eingeblendet, wie vorhin auch. Da muss jeder halt für sich gucken, welche Waffe ihr nimmt. Also Gnasher braucht Gnasher, der Helion braucht Sachen vom Helion und Quillshot vom Quillshot und so weiter. Ja. Da ändert sich nicht großartig. Wenn wir jetzt... Okay, das hatten wir. Waffentechnisch. Waffentechnisch sehen wir hier nochmal ein Bild. Level 1 bis 5 kostet 39 neutral Feuer, Eis, Terrasteine ungefähr. Level 6 kostet speziell 12 stumpfe Arksteine, 9 neutrale. Plus bedeutet, das sind die... zusätzlich Mats wie der Schwanz, der Kopf, das Horn, was auch immer ihr braucht. Ja? Von 7 bis 10 sind es nochmal 78 und 120. 120? Nein, das kann nicht.
muss ja gucken. Irgendwo habe ich mich vertan, muss ich nachher mal gucken. Ja, jedenfalls sehen wir ungefähr, was das kosten würde, ja. Genau, hier unten muss 100, 100 stehen und nicht 90, 90. Aber egal, habe ich mich vertan, sorry an der Stelle. 120 schimmernde und 150 unvergleichliche. Ja. Ihr seht also, Waffen sind teurer als Rüstungen, ganz klar. Aber ja, das war's dann aber auch. Ne? Bei Koschei hatten wir jetzt die Schattenarmor, genau hier nochmal, wenn ich die gerade nicht hatte, kostet ebenfalls 0 davon und 120, 160, 140 plus die Mats für Stufe 6 und 10. Ja? An der Stelle bedanke ich mich, schreibt mir gerne in den Kommentaren, was ihr euch so wünscht und wir sehen uns im nächsten. Bye, bye.